ist sowieso auch alles safe, weil hier liegt bloß ein anderer Baum oben drauf. Also wenn der kommt, dann kommt der und dann... Okay, Freunde, ich überreiche wieder an Chris, drehe die Kamera. Chris moderiert das kurz und dann werde ich gleich euch mal die Machete zeigen. Machete-Test auch hier drin. Ja, also ich habe überlegt, so sieht das Ding noch eingepackt aus. Wir unboxen jetzt eine Machete. Okay, Sie sehen jetzt hier wie ein Dude 25 Minuten drauf um eine beschissene... Das ist ein cooles Unboxing. Oha. Ist die schon vorgeschärft? Boah, sieht ganz schön massiv aus, ey. Alter, ist das ein... Sieht aus wie so eine Ork-Klinge. Ja. Kerze! Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob man in einem Zelt eine Machete auspacken sollte. Richtige Uruka jetzt. Benutzt du ja eigentlich wirklich, um halt so Unterholz halt wegzuhauen, ne? So also eine kleine... Darum, ich habe etwas vor, ja? Ja. Und bei diesem, was ich da vorhabe, ich darf noch nicht zu viel verraten, es passiert auf jeden Fall mit Fritz, wird etwas passieren, was ich so in meinem Leben noch nicht erlebt habe und auch eigentlich... Naja. Das heißt, ich könnte auf eine Situation treffen, wo ich dieses Ding unglaublich wertvollerweise sogar brauche. Aber, wie schon beim EPA heute, habe ich gemerkt, dass es manchmal Sachen gibt, die man kauft und die dann absoluter Müll sind. Deshalb wäre es eigentlich an der Zeit, das Ding zu testen. Aber, da es jetzt regnet wie aus Eimern... Okay, ich gehe jetzt raus, Greg! Ist schon so ein Ding, ne? Okay, bist du bereit? Wir suchen jetzt einen toten Baum. Wir machen jetzt kurz. Siehst du einen toten? Der. Ah, der ist ein bisschen dick, oder? Also, nee, guck mal, da hinten, der Kleine. Der ist nicht tot, der ist ja, doch noch gut. Der ist noch nicht tot. Wir brauchen so einen vergammelten, einfachen, der schon richtig... Hier, da vorne, da ist ein Toter. Der ist auch nicht der rechte, doch. Da hinten sehe ich einen, guck mal, siehst du den? Hier, guck mal, hier ist ein kleiner Toter. Wollen wir erstmal klein anfangen? Okay, wir fangen einfach direkt groß an. Gucke, zeig, der ist tot, der ist nicht mehr zu gebrauchen. Der ist hin. Bist du bereit? Ja. Urukai-Klinge in 3, 2, 1. Also auf jeden Fall gut eingerastet. Okay, ich nehme raus. Urukai. Sagen die eigentlich irgendwas? Oh, nee. Maja, geh mal weg, sonst kriegst du den Ding da am Kopf. Geh doch mal weg! Guck mal da hinten. Da ist irgendwas. Guck! Da! Da, guck! Geh holen! Hab ich die Stöckchen hingelegt. Was? Krass. Das hat knapp. Und wenn du durch den Busch gehst und hast kleine Sträucher, dann geht's ja richtig easy. Das. Zack, zack, zack. Naja, ich will jetzt hier nicht unbedingt. Ja, ich weiß schon. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen was gezeigt. Ich will mal kurz, kann ich mal oben anfassen, da auf der anderen, auf dieser unscharfen Seite, wie dick das eigentlich ist? Ist schon recht dick, ne? Ja. Oder? Ich habe mich halt wie, einfach, dass man verbiegen kann oder ob es richtig so ja, massiv das ist. Grad, guck mal, pass auf, ich wollte nicht gucken hier, das ist jetzt so die Stärke. Daneben. Schön infiziert und dann dachte ich hier, die Bewegung. Ja, genau. Ja. Also er schafft schon, aber ich denke natürlich, es ist eine Machete und keine Axt. Weil ich habe auch von vielen Kommentaren gelesen, dass das halt gerne mal auf dieser Stelle dann so bricht. Mhm. Die macht jetzt einen relativ guten Eindruck, aber ich würde mal was Dickeres nehmen wollen. Ich will einfach mal so richtig einrasten, so richtig komplett. Und so ein richtig dickes Ding, aber hier sind viele Toten gerade. Ganz wichtig, Freunde, wir machen das natürlich mit Totholz oder mit Flugschäden, mit Sturmschäden. Das hier gerade eben, habt ihr ja gesehen, der Baum ist komplett tot. Das wäre auch nicht so einfach gegangen, wenn das nicht trocken wäre, das Holz. Ne? Ganz wichtig, das ist auch mal so ein Punkt. Also, wir machen nochmal hier unten. Volle Malotze, Achtung, bereit? Bereit. 3, 2, 1. Nein, Maja, geh mal bitte gucken, da. Geh mal da hinten, da. Nochmal. Also ist schon, hat schon gut Bums, ne? Keine Frage. Maja, bitte. Wirst du damit auch Tiere töten für ein Video? Töten auch nur Tiere. Ich will mir den Weg freischlagen, Leute. Es macht erstmal grundsolide einen guten Eindruck, ob es sich dann tatsächlich auch bewahrheitet und gut durchhält. Leute, Kanal abonnieren. Da kommt demnächst was.
Geisteskrankes. Fritz weiß, wovon ich rede. Mal sehen. Vielleicht gehe ich davon auch noch mal weg. Ja, die ist schon... Okay, hau rauf, komm. Okay. Arm ab in 3, 2, 1. Hallo! Nein, machen wir natürlich nicht. So ein Quatsch, fangen wir gar nicht erst an. Nein. Los, komm. Wir müssen noch mal was testen. Okay, ich werfe auf den Baum. Bring dich in Sicherheit. Bleib bereit. Bereit. Also ich habe nicht getroffen. Ich gehe mal ein Stück zurück. Bleib. Ja, ist aber echt dünn, der Baum, ne? Egal. Fliegt noch. Braucht kurz. Fliegt noch. Also, ist ein Bumerang. Also ich finde es bis jetzt ganz cool, handlich. Ich finde es geil, was so brachial irgendwie ist. So. Das ist halt so. Hat was? Achtung. Das ist was Geiles, Uriges. Was kann hier passieren? Der kommt runter, der kommt auch runter. Also, es ist halt keine Axt, ne? Sowas eigentlich nicht gedacht, aber. Voll der Gerätmachete. Kann man gut schneiden Dönerfleisch mit. Stimmt. Hier so. Hallo, kommst du dran? Döner komplett mit alles. Ja, ich mach gerade frisch Fleisch ab. Guck. Da fehlt noch dieser komische Muffi. Ja, genau, da brauchst du noch so ein Schleifding. So. Was hältst du denn gern? Komplett mit Käse scharf. Hier, guck mal, da ganz frische Fleisch. Guck. Lecker. Da auch ganz frisches Fleisch. Guck. Schön. Mit Käse oder ohne? Mit allem. Komplett. Komplett. Also, ich würde sagen. Guck mal, Käfer. Die macht auf jeden Fall das, was sie soll. Und sie ist auch gerade geblieben. Ich hab erst gedacht, die wird schief oder so. Ja, gerade auf die Länge gesehen, ja. Ne? Aber läuft. Okay, wir gehen zurück zum Zelt. Also, ich würde sagen, Freunde, Machetentest, der erste, erstmal gut bestanden. Ne? Wir gehen jetzt zurück zur Scheide und stecken das da lieber. Hat jemand geschrieben, er hat Angst um mich, dass du mich irgendwie mal einmal ummeterst. Ich hab auch Angst um mich. Glaub nicht. Ach, guck mal, wir können hier so, damit es nicht wegfliegt. So eine Handsicherung. Das wäre zum Beispiel, pass auf, das rutscht so. Und so, oh, ach, ist noch dran. Was ich aber eher glaube, was dann passiert, ist so. Nein, ich wirke dilettantisch damit, aber ich bin richtig Profi. Guck mal hier, mach mal Birke kurz. Achtung. Halt. Das ist auch ein guter Brückenrinder, viele Tiere. Guck. Ah, geht schon gut, ne? Also. Ja, der ist schon ordentlich scharf, das Ding, ja. Definitiv. In eine andere Richtung. Vorsicht. Hat er doch ein gutes Eingewicht. Also, es ist natürlich scharf und schneidet, aber trotzdem auch genug Eingewicht, um mal was durchzuhauen mit einem Schwung. Ja, ich finde auch. Also, da hinten ist da so ein kleiner Wald mit diesen kleinen Bäumchen, da kommst du, würdest du damit super gut durchkommen, da hinten. Das ist genau die Dicke, wofür die gemacht ist. Ja, aber die Klinge sieht auch noch gut aus. Ich habe erst gedacht, die kriegt gleich Kerben oder so. Ist zu weich, aber sieht gut aus, also. Aber für heute erstmal Praxistest bestanden, würde ich sagen. Kommt ja in dem Video denn vor, ne? Genau. Ja. Aber ich habe noch eine zweite bestellt. Die ist noch länger. Mit Holzgriff und so. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich die gegeneinander antreten oder so. Ich weiß noch nicht. Gut, gehen wir zurück. Einmal will ich noch. Einmal willst du noch? Ja. Ist sowieso auch alles safe, weil hier liegt bloß ein anderer Baum oben drauf. Also wenn der kommt, dann kommt der und dann... Der kommt, los, geh. Weißt du das? Ja, knackt auf jeden Fall schon, ja. Aber das Ding ist, ich glaube, der kommt nicht ganz, weil der hängt dann oben auch an dem anderen Baum fest. Maja, bleib. Aber hörst du das? Ja, ich hör's, ja. Bleib mal da, stehen bleiben. Ich bin schnell, ich renn auch weg, wenn der kommt. Die nicht rauf, die ist so fest. Das ist richtig fest. Kriegst du noch eine zweite. Gut, ich hol dich dann nachher hier ab, ne? Wenn er mal einen sucht, ihr wisst, wo er ihn findet. Schön weg. Maja, hierher. Der wird nicht umkippen, weil der auch vor allem oben auch festhängt, da in dem anderen Baum. Du kannst ihn höchstens runterkicken, aber selbst denn. Ja. Kann man mit einer Machete einen Baum fällen? Ja. Achtung Leute, ganz wichtig hierbei zu sagen ist, dieser Wald
das Privatgrund. Wir, also Chris und ich, haben die Erlaubnis, hier ein bisschen Ramazamba zu machen. Und die sind darüber immer dankbar, wenn wir zum Beispiel sowas wie Sturmschäden zum Umfallen bringen. Das heißt also, wir haben quasi dem Besitzer gerade einen Gefallen getan. Aber bitte nicht nachmachen, nicht in freier Natur irgendwie auf die Idee kommen, sich eine Machete zu kaufen und damit irgendwelche Bäume zu fällen. Ja, Sturmschaden, trocken, geht. Ich hoffe, das erklärt sich von selbst. Danke fürs Zuschauen. Das war der Machetentest. Kann man? Man kann. Marin kann. In der nächsten Folge seht ihr, wie man mit einem Taschentuch einen Baum fällt. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.